Hallo und herzlich willkommen zu The Crust. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr dabei seid in diesem neuen Angespielt. Ja, wir schauen einfach mal rein und gucken, was das hier so ist und wie sich das Ganze so verkauft. Denn The Crust ist ein Spiel, das eine Kickstarter-Kampagne hinter sich hat inzwischen, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob man late plätschen kann, wie das so schön heißt. Das müsst ihr dann gegebenenfalls selber schauen. Fakt ist aber, dass die Finanzierung für dieses Spiel erfolgreich war und das Spiel auch noch in diesem Jahr nach Steam kommen soll. Ich spiele hier die Alpha-Version und die Unterstützer, die Bäcker, die das ausgewählt haben und entsprechend unterstützt haben, haben halt eben Zugriff auf diese Alpha-Version und ich habe das gemacht, weil ich glaube, dass das Spiel ganz gut ist und ich zeige euch jetzt, was uns hier erwartet. So, Sprachen sind im Moment nur Deutsch und Polnisch, nein, Englisch und Polnisch, Entschuldigung. Und wir werden es jetzt natürlich auf Englisch spielen, weil Polnisch verstehe ich kein einziges Wort. Das ist nicht ganz richtig, ein paar Wörter kenne ich schon, aber wir spielen halt eben auf Englisch und eine deutsche Version soll aber dann, ich glaube, zum Release oder nach Release noch kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, so, und jetzt steigen wir ein. Und wir werden das Tutorial spielen, im Angespielt machen wir das immer so. Und die Storyline ist eh dann erst zum Release oder später verfügbar. Jetzt in dieser ganz ersten Alpha-Version noch nicht. Es gab vor ein paar Monaten auch schon mal eine Demo-Version zu spielen auf Steam. Die Demo-Version hat allerdings noch einen geringeren Umfang gehabt als das, was wir jetzt hier zur Verfügung haben. Und ich lasse einfach mal die Einleitung eben laufen. Logistics to incoming transition. Please state your intentions. Over. Alice to MT Logistics. We have received clearance and hold a signed contract with Mr. Halloway for our mining operations in this designated sector. We're here to commence our activities as scheduled. Over. MT Logistics to Alice. We weren't informed of your early arrival. We've just finished building the elevator for your drones to access the underground facilities. At the moment, all the electricity is being used to charge the batteries as we prepare for the night. Though we can't route power to the elevator right now, I suggest you, Sunshine, to keep your mining buddies in orbit for the next 2 weeks and return with the sunrise. Over. We made it here right on schedule, but waiting for the next morning on the moon, a whole 2 weeks of downtime, is utterly unacceptable. This could jeopardize our entire mining contract. We need a better plan. And name's Alice. Just saying. Good afternoon, Director. This is Alice, your first Vice President. We have a bit of a situation here, but I'm already on it. Let's just test our connection before we delve any deeper.
give this dialog box a click if you're hearing me loud and clear, then we can proceed. Ja, und dann geht das Tutorial auch schon los. Ich vertraue darauf, dass ihr alle Englisch könnt. Englisch gehört schließlich seit etlichen Jahren zur Grundausbildung in deutschen Schulen. Und dann klicken wir mal. That's a start. Give me a moment to secure our landing clearance. Feel free to soak in the sights while you wait. I'll ping you as soon as I have an update. So, Robert, do we have a deal? Let me be clear. The risk of 2-week power outage equals job loss and a costly lawsuit for me. I don't care who you are, get Holloway on this, but no power for you until sunrise. We just don't have it right now. Look, Robert, you and I got off on the wrong foot. Our drones are designed for autonomous construction and repair, and we've brought the necessary resources. Grant us landing permission, and we'll handle the power situation ourselves. This benefits both of us. More solar panels for you, and we could land our toys and get going. They also can handle the repairs. So, should I update Mr. Holloway on our successful collaboration? All right, Alice, you have permission to land. Make sure your drones don't break anything. Over and out. Director, it is your call now. Permission to land has been granted. Show this Bob the Builder that we can fix this. Okay, gut, also, kein Strom für uns. Wir müssen uns selbst helfen und kriegen jetzt unsere erste Aufgabe. Ich werde jetzt das Spiel erstmal pausieren und wir verschaffen uns mal einen kleinen Überblick über das, was wir sehen. Das hier ist also bereits das, was hier auf dem Mond etabliert ist, beziehungsweise hier sind wir erstmal gelandet und wir haben hier den Auftrag oder irgendeinen Vertrag, Bergbau zu betreiben. Wir sind jetzt allerdings ein bisschen zu spät gekommen und die sind schon im Batteriesparmodus, weil jetzt die Sonne hier bald verschwindet und dann erst in 2 Wochen wieder zur Verfügung steht. Und deswegen kann man uns jetzt keinen Strom geben, damit wir hier unseren Kram in Betrieb nehmen können. Und Alice, also unsere Kontaktperson hier, hat halt eben jetzt gesagt, dass wir das dann aber alles selbst machen könnten. So für euch die Zusammenfassung und dann hat man uns die Genehmigung gegeben, hier zu landen. Wir sollen jetzt einen Landeplatz für unsere Sachen hier auswählen in der Nähe des Fahrstuhls. Ich gucke gerade, wo der Fahrstuhl ist. Keine Ahnung, aber wir sollen halt eben hier landen. Dann machen wir das mal. Wir haben 2 Cargo-Pods. In dem einen sind offensichtlich 8 Arbeiter und in dem anderen haben wir ein paar Materialien. Ich nehme mal an Eisen. Wir haben aber hier noch eine Übersicht. Also wir haben Eisen, Titanium, dann irgendwelche Zahnräder, Ziegelsteine, Titaniumplatten, Silizium, ein paar Chips oder Mikroschaltkreise und außerdem Aluminium. Wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir platzieren mal hier ein und da ein, genauso wie es uns gesagt wird. Click on the notification located on the left side of the control interface and specify the designated landing spot for the capsule. So, da sind unsere Arbeiter. Und da sind unsere Materialien. Alice, your primary responsibility is to ensure resource extraction and processing at our logistic hub in the Sea of Tranquility. Currently, our operations heavily rely on external supplies. If you can address this issue, even partially, rest assured we'll secure long-term contracts for you. Mm-hmm. I personally vouched for your mission to the board. You're a promising team with intriguing developments, so you better give me something to convince those skeptical of your worth. Absolutely, Mr. Holloway. Both the director and I are immensely grateful to you. Our focus is on establishing a long-term partnership, and we'll give our utmost to make it a reality. You can count on us. To initiate construction, choose the required modules from the construction panel and position their holograms on the moon's surface. The drones will autonomously gather the necessary resources and commence building. Alles klar. Director, place holograms of solar panels on the allocated sites. Our drones will take it from there. You'll see. So, wir sollen Solarpaneele bauen. Wir haben nur die mittleren hier, also nehmen wir die.
Und die sollen jetzt hier dazu gebaut werden. Alles klar, wir haben hier ein Raster, wie wir sehen. Das ist sehr fein, aber es ist da. Dann ploppen wir die mal runter. Okay. Scheinbar muss man Shift drücken, um mehrere zu bauen. Jawohl. Okay. So, jetzt werden die Ressourcen verwendet, die wir mitgebracht haben, um hier die Solarpaneele zu errichten. 4 Stück. Ah, da haben wir ein Schnellbaumenü. Mit der rechten Maustaste. Habe ich da nicht hingeklickt? Sieht fast so aus. Mein Fehler. So, das hier scheint so der Gesamtvorrat hier Smart Concrete, okay, hier von dieser, ja, Anlage zu sein. Hier sieht man halt auch schon, dass einiges produziert wird. Objective achieved. Und naja, unsere Aufgabe wird sein, sowas Ähnliches aufzuziehen. Not a bad start at all. Alice, can you hear me? Your drones did a good job, better than we expected. All the energy from these panels is yours, but now it's crucial to conserve it if you want to work during the night. To achieve that, you'll need batteries. It's all good, Robert. I completely understand you. We were already going to build batteries anyway. Director, he's correct. A lunar night lasts nearly 14 and a half Earth days in the absence of sunlight, and batteries are crucial for us. Construct 4 batteries next to the solar panels. Alles klar. 14 Tage dauert die Nacht. Wir brauchen Batterien, um den Strom zu speichern. Dann gucken wir mal, wo die Batterien sind. Da. Und 4 Stück sollen wir hier nebenstellen. Drehen geht mit R. Okay. Ein Stahl, 4 Silizium war es, glaube ich. Jawohl. Und ich glaube, die müssen wir auch verbinden, weil diese hier sind alle an Kabel angeschlossen. Das wird ja wahrscheinlich der nächste Schritt sein. Eine Charging Station sollen wir auch bauen. Eine Charging Station. Aber wo soll die hin? Ah, hier. Okay. Okay, die Charging Station ist dazu da, dass sich die Drohnen aufladen können. Okay, das erinnert mich sehr an Terraforming Mars. Da hatte man auch solche Drohnen und man musste so Batterieladestellen aufbauen. Schon mal recht ähnlich. Your drones did a pretty good job, but the wiring tool is only operable by a human. Wire the panels and the batteries together. Next, you just need to power up the elevator and you'll gain access to the underground level. Okay. Go to the communications panel and select the wire. So, mit dem Wire-Tool müssen wir jetzt erstmal alles verbinden. Wir haben ja hier noch einen Connector frei. Dann gehen wir jetzt einfach... Ist ja Blitze, wir können ja eigentlich von hier weitergehen. So. Und das Ding... Okay, da haben wir nicht die Reichweite. Würde ich sagen, gehen wir einfach da oben dran. Okay. Und die Module müssen natürlich auch noch dazu geschaltet werden. Okay. Und der Fahrstuhl, ist das der Fahrstuhl? Das ist der Fahrstuhl, okay. Mit diesem Fahrstuhl können wir in den Untergrund, weil hier bauen wir nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch.
Okay, mit Tab geht's in den Untergrund. Da sind wir jetzt. That works for us. To start mining, build a drone reconfiguration module. It can get electricity from the lower elevator by connecting them with a wire. Ein Drohnenkonfigurationsmodul. Wo wird das wohl drin sein? Da. Na, da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Wahrscheinlich müssen wir es auch an Strom anschließen. Stellen wir einfach mal die ganze Verbindung hierher. Ach, hier hätte auch gestanden, wo es zu finden ist. Okay. Das ist natürlich schon mal was Neues, weil Untergrund gab es bei Terraforming Mars nicht. Wobei es nicht ganz so richtig mit dem allerletzten DLC gab es bei Terraforming Mars dann auch einen Untergrund. Das haben wir schon gemacht. Pardon my curiosity, but how are you going to extract lunar regolith with robot carriers? I am far from a robotic expert, of course, but it seems like we have more questions than answers at this point. That's an excellent question, Robert, and I'd be delighted to answer it. However, I need to wrap up something first. Director, with the reconfiguration module, you can convert up to 5 worker drones to mining drones and vice versa. Convert 4 drones into mining drones and set an excavation zone for them. Okay, jetzt wandeln wir die Baudrohnen um in mining drones. 4 Stück sollen wir machen. Now, let's have the drones excavate an area measuring 50 standard units. In the meantime, I'll have a chat with our curious Bob. So, und jetzt sollen wir noch ein Gebiet markieren zum Abbauen. Und zwar wo? Regolith. Ah, da, nee, das Eisen. Was ist Regolith? The drones to start the excavation, you need to use the highlighting tool and mark areas for mining, and the digging drones will do. Robert, to answer your question, our company has been providing repair and maintenance services for robotics and mining equipment for over 10 years. We were involved in the development and maintenance of technology for lunar mining along with the first industrial expeditions to the moon, even before the construction of the space elevator and the full-scale development of the moon by mankind. And I'm pleased to inform you, Robert, that by accumulating our vast experience, we have been able to develop and implement multifunctional drone technology that can be re-equipped for a variety of tasks. As a special bonus, I can include a coloring book set, so you can brighten up your leisure time at work in silence. Okay, okay, Alice, I get the hint. You do your job and I'll mind my own business. By the way, I'll grab a few coloring books as souvenirs for the kids. I'll be heading home in 2 weeks. Okay, jetzt teilen wir selber schon Spitzen aus, aber er hat angefangen. I understand that I can be difficult at times, but your Alice is also quite remarkable. She reminds me of my ex-wife. So what's up with those coloring books? Jetzt habe ich leider eine Nachricht geklickt. Along with some flowers. She is not likely to see them from her husband. Eine Meldung geklickt, keine Ahnung, was da jetzt gesagt wurde. Ja, wir haben unsere 50 Einheiten Regolith, das scheint so das Standardgestein, gleich abgebaut. Das war schon das Tutorial. So, dann könnten wir nun schon fortfahren mit dem Spiel. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Sandbox. Was macht er jetzt? Achso, er geht direkt weiter. Ah, so. Jetzt können wir die komplette Base benutzen und ja, im Grunde machen, was wir wollen. Kapseln mit Drohnen und Materialien für die Startphase sind bereits zum Landen. Wir sollen eine Location auswählen und anfangen. Ja gut, okay. Leute, das ist jetzt unser eigenes Gebiet hier und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir haben ja schon gesehen, worauf es so ein bisschen ankommt. Cargo Pods landen wir mal. Hier ist unser Aufzug, hier würde ich sagen,
Machen wir hier die Ressourcen daneben. Und hier unsere Drohnen. Und dann forschen wir schon mal. Okay, wir haben gar nicht genug, um hier forschen zu können. Da müssen wir erstmal... Ja, wir können das schon machen. Ja doch, die Forschung läuft schon. Ah, genau. Ah, nee. Inefficient Production of Smart Concrete. Das heißt, wir können hiermit aus Regolith dann schon mal Smart Concrete, also schlauen Beton, herstellen. So, wir haben drei, also Forschung ist in drei Kategorien unterteilt, in Fundamental, Engineering und Social. Jedes Labor ist in der Lage, unabhängig voneinander zu forschen. Ah ja, okay. Einige Technologien könnten allerdings die Anstrengungen mehrerer Richtungen notwendig machen. Okay, hier kriegen wir jetzt eine Erklärung zum Research. Ich habe gerade schon geklickt. Okay, alles auch in Ordnung. Können die Forschung hier verändern. Okay, ja gut, was machen wir dann hier? In Fundamental würde ich sagen... nehmen wir Automatic Repair. Social... Living Quarters, also Quartiere. Ice Processing. Lizenz, um auf das Tender-System zuzugreifen. Das ist noch Work in Progress, okay. Dann nehmen wir erstmal die Living Quarters, okay. So, die Forschung dauert lange. Können wir Engineering aber schon weitermachen. Conveyor sind gut, die machen wir auf jeden Fall. So, dann gehen wir erstmal raus aus der Forschung. Und ja, fangen an zu bauen. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht tatsächlich zuerst Strom sicherstellen, so wie es auch im Tutorial war. Halt, stopp, da wollte ich nicht hin. Sondern hierhin. Und dann bauen wir erstmal ein paar Solarpaneele. Ich weiß nicht, wie viele für den Anfang notwendig sind. Bauen wir erstmal so... Gut, wir haben hier oben die Energieanzeige. Machen wir erstmal so 4 Stück vielleicht. 4 Stück? Ja, machen wir 5, komm. So, eine Charging Station brauchen wir auf jeden Fall. Die stellen wir hier oben hin. Und Batterien, würde ich sagen, machen wir 2 für den Anfang. Stellen wir hier so ein... Ah, jetzt geht's. Stelle ich so einen Pillar auf, so einen, ja, ein Strommast. Und dann können wir eigentlich die Kabel schon machen, oder brauchen wir da... Ja, können wir schon machen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Schließen die Batterien an. Oh, das wollte ich nicht. Das brechen wir ab. So. Und dann... von hier darüber... Okay, und von da darüber. Und dann bauen wir einen weiteren Strommast hier hin. Verbinden den. Und verbinden dann natürlich noch den Fahrstuhl, damit wir in den Untergrund können. Okay. So, Batterien laden jetzt. 2%. Das ist nicht viel. Aber immerhin. So, als nächstes. Gucken wir mal, was wir so alles haben. Ja, das Drone Reconfiguration Module, das sollten wir dann vielleicht nach unten auch stellen, so wie wir das im Tutorial hatten. Hoppla, nach unten.
Drone Reconfiguration Module. Stellen wir einfach hier hin. Strom. Und dann ein paar Kabelchen. Okay. Und wenn das steht, können wir dann direkt schon mal ein paar Drohnen umwandeln, würde ich sagen. So, was ist mit Energie? Not enough power to run the module. So, wie viel Strom braucht er? Jetzt reicht der Strom. Okay. Der braucht 3. Wir haben plus 108. Also eigentlich sollte es kein Problem sein. Es hat auch einfach nur ein bisschen gedauert, bis es... Ah, vielleicht war auch das Ding noch gar nicht gebaut. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir doch gleich schon mal ein bisschen Regolith ab. Vielleicht entdecken wir dann ja schon irgendwas an Vorkommen. So, erstmal hier. Ah ja, jetzt müssen wir natürlich auch Drohnen umwandeln. Wir nehmen auch 4 Stück wie im Tutorial, komm. Und das Zeug liegt jetzt hier so rum. Weiß nicht, ob das dann eingesammelt werden muss. Wir werden es rausfinden. Forschung ist fertig, Living Quarters, okay. Gehen wir mal wieder an die Oberfläche. Ah, da wird gerade aufgeladen. Das geht auch relativ schnell. Und dann fährt er wieder runter. Sehr schön. Macht wahrscheinlich Sinn, unten auch eine Ladestation zu haben auf lange Sicht. Aber für den Moment geht es, denke ich, so. Hier ist ein Ausrufezeichen. Ja, das ist, unser Forschungseinkommen. Weil ein Labor auf der Erde steht, kriegen wir 100 Forschungseinkommen momentan. Und darum konnten wir halt überhaupt schon mal Forschung starten. So, 4 Drohnen haben nichts zu tun. Bug Report. Oh, jetzt habe ich den Browser geöffnet. So, das wollte ich natürlich nicht. Bisher noch keinen Bug gefunden. So, hier gehen wir raus und gucken, was wir als nächstes bauen können. Also Mining haben wir erstmal alles gemacht, das müssen wir wahrscheinlich alles forschen. Gucken wir mal Produktion. Ja, da geht's dann schon los. Wir können eigentlich gar nichts machen. Wir könnten einmal, ja, ein Storage können wir machen. Für Solid Resources, okay. Conveyor Splitter, okay. General Storage. Solid Resources kann nicht mit Conveyor verbunden werden. Der aber schon. Sagen, wir machen einfach mal ein Storage unterirdisch, wo wir vielleicht dann schon mal die ersten Sachen halt lagern können. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich baue es einfach mal. Hoppla, so, dann gibt es hier noch andere Storages, aber die müssen wir vielleicht erst forschen. Wie zum Beispiel Metal Storage, Component und Electronic Storage. Aber gut, General reicht ja erstmal. Gibt es auch noch mehr? Wassertanks, Oxygen Receiver, hier Gefrierer, groß, klein. Okay. Recreation. Hier gibt es dann eine Kantine, eine Bar, großes Sofa und so weiter. Life Support, Betten, Hydroponics, Küche, Research, verschiedene Module, Logistics. Okay. Production. Hier ist das Pressing Module. So. Hier kann Regolith in die Smart Concrete Blocks gepresst werden. Kann nicht indoors installiert werden. Das heißt, das Ding muss nach oben an die Oberfläche, wenn ich es richtig verstehe. Nee. Das geht nur hier unten, seht ihr? Can't be installed. Cannot be installed indoors. Ja, aber warte mal. Das ist hier bei
Das ist bei Mining. Nee, bei Production. Aber wenn ich jetzt nach oben gehe, dann kann ich es nicht auswählen. Das heißt, das muss unten installiert werden. Muss das vielleicht heißen, cannot be installed outdoors? Egal, wir installieren das Ding mal. Und ich glaube, wir müssen jetzt gucken, halt so ein bisschen mit Platz, aber wir bauen ja gleich noch mehr ab. Wir setzen das mal hier hin. Und markieren gleich schon mal einen neuen Bereich zum Abbau. Damit wir hier ein bisschen Platz zum Bau haben. So. Die Zonen unterschiedlich farblich markiert, so weiß man, wann was dran ist. Finde ich ganz cool. Und jetzt wird das Ding hier gebaut. Stahl und Maschine. Hier, da ist unser Speicher. Ah, ist cool. Also das gefällt mir. Grundsätzlich, ich mag es immer, wenn Speicher auch zeigt, was drin ist. Und das sieht man hier halt sehr schön. Ah, das gefällt mir gut. So, und jetzt ist unser Modul fertig. Das kostet oder braucht 14 Strom. Da würde ich sagen, bauen wir auf jeden Fall nochmal einen neuen Verbinder, neuen Mast. Und der wird auch schon beladen, wie wir sehen. Es ist schon Regolith eingelagert oder ja, angeliefert worden. Priority, wir können hier die Priorität erhöhen. Das hier, jetzt weiß ich nicht, es kommt auch keine Hilfe. Ich drück's mal lieber nicht. So, jetzt wird der Mast gebaut, dann hat das Ding gleich Strom. Und jetzt arbeitet das Gerät. Und produziert aus 10 Regolith 2 Stahlbarren in einer Minute. 2 intelligenter Beton. In einer Minute. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, sollten wir vielleicht mal in die Forschung schauen. Automatic Repair dauert jetzt sehr lange, aber ich glaube, wir müssen vor allem hier bei Engineering weiterschauen. So, hier ist der Erzdetektor. Hier sind die Conveyors. Die haben wir schon in der Reihenfolge drin. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Das cancel ich mal. So, wir haben hier den Schmelzofen. Und Geophysical Prospecting, damit wir halt den Erzdetektor bauen können. Diese Sachen sind wichtig. Hiermit kriegen wir unsere Produktion in Gang. Hier sind dann die Conveyor Belts und die Underground Conveyor Belts. Ah, okay, da können wir einen Conveyor für eine kurze Strecke unterirdisch bauen. Um halt Brücken zu bauen. Drohnen-Upgrade, Underground-Mining-Extraktor und eine Single-Regolith-Refinery. Damit können wir Regolith halt eben automatisch abbauen lassen, wie ich das sehe. Hier gibt es dann schon die besseren Conveyor, eine Rolling-Mill. Ja, ihr seht schon, hier ist richtig viel zu forschen. Wahnsinn. Wow. Puh. Holla die Waldfee, das ist wirklich viel. Guck mal gerade, wie viel haben wir bei Social so. Ja. Ist auch einiges zu tun. Und Fundamental. Da gibt es auch jede Menge zu forschen. Sehr krass. Okay, gefällt mir gut. Viel zu tun auf jeden Fall. So, was ist jetzt los? Das Ding arbeitet noch. Es ist so leise geworden. So, und hier haben wir dann halt so eine Palette für den Output. Das heißt, muss nicht sofort abgeholt werden. Aber hier lässt sich halt ein Conveyor anschließen, nehme ich an. Und hier halt auch. Und scheinbar wird auch Abfall generiert. Das sieht zumindest so aus, als ob hier Abfall rauskommt. Und hier ist halt der Input. Im Moment geht halt alles manuell rein. Aber halt so gut. Aber ich sehe keinen Output von Abfall. Vielleicht, wenn man das upgradet, dass dann Abfall entsteht. Wer weiß, wer weiß. So, die Forschung läuft auf jeden Fall weiter.
So, ich muss jetzt eine kurze Pause machen, aber die Aufnahme wird hier für euch gleich nahtlos weiterlaufen. Ich sag jetzt bis gleich, aber wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Für euch zumindest. So, wir machen weiter und hier ist ein Tutorial-Hinweis gekommen. Wie schön, es gibt auch noch Hinweise, haben wir auch schon ein paar gesehen. Wir können Module mit Conveyor Building Tool verbinden. Sehr schön, das Conveyor Tool ist nicht hier, sondern hier, Conveyor Build. So, ah ja. Was heißt denn das hier eigentlich, diese 300? Oh, das scheint sowas wie Geld zu sein. Wir haben offensichtlich auch eine Währung. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also ein Teil kostet 300. Okay, gut, ja. Könnten jetzt hier tatsächlich schon Belts auch dran machen. Das macht aber nicht wirklich Sinn, weil wir noch gar nichts haben, wo wir das Regolith einfüllen. Das heißt, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir jetzt bei den... Die Musik ist sehr laut, ne? Beim Storage hier so ein Ding bauen, wo einfach alles rein kann. Und da kann halt eben auch... Frage ist, kann das Regolith da hingebracht werden? Wir versuchen es einfach mal. Wir stellen das hier jetzt auf. Ich will das jetzt aber tatsächlich hier hinstellen, auch wenn das ein bisschen blöd ist. Der Vorteil ist aber, dass wir dann auch noch andere Sachen daran anschließen können. Ich habe es vielleicht ein bisschen blöd gebaut. Single Resource Storage wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen. Egal. Wir bauen das jetzt so und bauen dann hier so ein Belt dran. Und zwar von hier. Schau mal, geht es nicht. Ah doch, so geht's. Okay. Genau. Und es ist sogar Auto. Das finde ich ja super gut, dass es nicht über die Erde geht, sondern dass es so leicht angehoben ist, sodass da drunter die Drohnen auch noch fahren können. Weil das war jetzt meine Sorge, ob dann hier noch ein Zugang ist. Aber ist es wohl. Sehr cool. So, Build All. Kostet 4500. Wow. Okay, das ist natürlich einiges an Geld. Ich frage mich dann, wie wir Geld annehmen, wie einnehmen. Wir werden es noch herausfinden, nehme ich an. So, wir haben keine Forschungen aktiv jetzt hier in diesen Bereichen. Deswegen sind hier diese Ausrufezeichen. Können wir kurz gucken. Research, Research, Research. Dass wir dann, wir haben jetzt hier noch zwei Sachen aus Engineering laufen. Dass wir dann nochmal hier rüber gehen und das dann vielleicht einfach weitermachen. Da haben wir was Langfristiges da. Und bei Social nehmen wir dann... Ja, nehmen wir einfach das hier. Ice Processing Technologies ist vielleicht wichtig, um Wasser zu produzieren, jawohl. Damit unsere, ja, menschlichen Angestellten dann auch zu trinken haben. Gut, so, wenn das Ding fertig ist, bin ich einfach gespannt, ob die Drohnen dann anfangen, das Zeug einzusammeln und hier reinzuschmeißen. Das wäre halt eben sinnvoller, als es dann hier direkt anzuliefern. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Meine Frage ist, kann ich jetzt eigentlich auch zum Beispiel sagen, so hier, wir lassen eine zurückbauen. Kommt jetzt eine von den Drohnen hier zurück? Ja, ja, Reconfiguring into Standard Drone. Sehr cool. Wir können die Drohnen also wieder umwandeln. So, dass hier mehr für den Bau und für den, ja, fürs Liefern zuständig sind. Aber das gefällt mir ausnehmend gut. Oh, wir müssen ein bisschen mehr Energie bauen. Das heißt, wir gehen mal hoch. Oh, haben wir sowieso gerade ein Problem. Hoho, weil wir gerade mitten in der Dunkelheit sind. Unsere Akkus sind zwar relativ voll. Für 28,8 Tage reicht das. Solange wir nicht mehr bauen, heißt das natürlich auch immer. Aber jetzt sind hier halt ein paar Tage Dunkelheit angesagt. Und das Ding funktioniert jetzt nicht, oder was? Not enough power? Ah ja, ja, wir kriegen denn unsere... Aber sind, die Batterien sind doch hier angeschlossen. Status discharging. Die haben da eine Verbindung. Hm. Ja, wir bauen auf jeden Fall noch ein paar hiervon. Ich würde sagen noch drei. Vielleicht noch eine Batterie. Zwei Batterien extra. So, jetzt fehlt uns irgendwas, glaube ich. Weil wir können es nicht bauen. Nee, wir müssen eigentlich alles haben. Ah, es war... Speichern war gerade aktiv. Nee, es lässt sich trotzdem nicht bauen. Kann ich da nicht bauen?
jetzt geht's. Hm, merkwürdig. Das ist insofern blöd, weil ich will eigentlich da rausbauen in die Richtung. Es geht nicht, wenn ich so mache, aber wenn ich so mache, geht's. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das würde ich sagen, ist einfach ein Bug. Jetzt der frühen Alpha-Version. Da mache ich mir noch überhaupt gar keine Gedanken. Ist vielleicht was, was man mal reporten kann. So, dann von hier weiter. Da lang. So, dann ist das auch alles am Netz. Jetzt ist hier auch übrigens nicht mehr zu wenig Strom da. Hat mich eh gewundert, wieso, weil wir haben ja eine volle Batterie hier eigentlich. Aber gut, so, gehen wir nach unten gucken. Was ist hier jetzt los? Ah, wir müssen hier wahrscheinlich jetzt einstellen, was rein soll. Select Resource, ja. Reguliert. Sehr schön. So, und jetzt hoffe ich, dass unsere Lieferdrohnen das hier auffüllen. Research complete. Und da kommen die Drohnen und sie laden es ein und bringen es her. Sehr cool. So, es geht natürlich sofort aufs Band. Das heißt, wir werden jetzt nicht sehen, dass es sich hier direkt mal füllt, aber das Ding wird wahrscheinlich grafisch auch aufgefüllt werden. Nice, okay. Ja, hier sind keine Ressourcen gerade da. Beziehungsweise es könnte sein. Ja, keine Ressourcen für Produktion. Okay. Das Output-Lager ist noch nicht voll. Das ist jetzt aber halt eben auch etwas, das dann hier gelagert wird wahrscheinlich. Ja. Wenn es dann hier voll sein sollte. Das Ding braucht übrigens keinen Strom. Na gut, also im Zweifel ist es auch einfach nur ein Container. Ja, jetzt wird es aber kritisch hier. Das ist ein Problem, weil wir hier... Wir sind jetzt hier in der Dunkelphase. Habe ich möglicherweise schon falsch gemacht. Hätte ich mehr Energie bauen müssen am Anfang vielleicht. Und weiß Gott, Material für Batterien hätten wir genug gehabt. Also für Batterien und für Solarzellen. Jetzt hat die Frage, können wir Energie kaufen oder sowas? Geht wahrscheinlich nicht. Hier gibt es Overlays für Temperatur, für Sauerstoff, für Wassersupply und für Power Supply. Das ist sehr schön. Hier kann man sich noch mehr anzeigen lassen an Ressourcen. Da wird es wieder hell. Ich mache einfach mal schnelle Zeitvorlauf. Schauen wir mal. 45%. Ich sag mal, wenn die Produktion jetzt für einen gewissen Teil während der Dunkelheit jetzt stillstehen sollte, wäre es ja auch nicht mal so schlimm. Denn wir haben ja jetzt noch nichts, was kritisch unbedingt am Laufen sein muss. Ich sag mal, sowas wie eine Lebenserhaltung. Das könnten wir uns also wahrscheinlich schon leisten, dann einfach abzuwarten. Global Reputation. Kommunikationskanäle. Ja, wahrscheinlich menschliches Personal, Drohnen und wie viele wovon wird angezeigt. Oxygen, also Sauerstoff, wird angezeigt. Noch kein Sauerstoffnetzwerk verfügbar. Wasserspeicher auch leer. Ja, wir haben Power Grid Number One. Es gibt also scheinbar die Möglichkeit, mehrere Power Grids einzurichten. Ja, das ist unser Geld. Und das hier ist, ich sag mal ganz dreist, das könnte die Framerate sein. Ich hatte die nämlich gekappt bei 120, damit die Grafikkarte nicht so viel zu tun hat. Also. So, for carrying out various tasks and contracts on the menu, may need a rover scout and cargo transport. Since our resources are currently insufficient for producing transport, you can purchase everything you need in the Crust Offers section of the Control Center interface. Cool. Hier ist ein Commerce Center. Hier können wir Dinge kaufen. Logistics. Wir können einen Standard Cargo Pod bestellen. Hier sind Contracts, die wir annehmen können. Es gibt allerdings gerade keine.
Crust Solutions. Hier können wir einen Rover Scout kaufen. Oder Cargo Trucks. What? Ja, mein Herz. 145.000. Wow, das wäre dann etwa die Hälfte unseres Geldes. Das finde ich schon sehr teuer. Also gut, wenn man ihn dann unbedingt braucht, dann muss man es halt vielleicht so machen. Mit Sensoren und Kameras ausgestattet, der umgerüstet werden kann für geologische Surveys. Okay, was ist aber hier? Logistics. Change Cargo Pod. Ah, okay. Hier können wir uns verschiedene Cargo Pods aussuchen. Für unterschiedliche Geldbeträge. Entweder schneller, größer oder Standard. Select Contract. No active contract. Okay. Landing Site not selected. Ah, da brauchen wir eine Landing Plattform oder ein Flight Control Center für. Okay, können wir also auch nicht machen. Ich schätze, dass wir die dann beladen können mit Gütern und anfordern können. Das ging in Terraforming Mars auch schon so. Ich glaube, das hieß gar nicht Terraforming Mars, sondern das hieß Surviving Mars. Ich habe mich hier die ganze Zeit vertan mit einem anderen Spiel. Surviving Mars ist das Spiel. So, Kolonisten brauchen wir Forschung für. Und für Market brauchen wir auch noch Research. Da können wir dann wahrscheinlich andere Sachen noch kaufen. Wir gucken mal. Wir müssen eh wieder was Neues forschen. Das wäre dann wahrscheinlich bei Fundamental, so mit der Forschung, ne? Fuel, Medium Solar Panel, Expedition Control, Repeater, Lift, Salvage. Wo ist halt der Markt? Das wäre jetzt so die Frage. Spotlights, Heavy Machinery. Ich glaube eher bei Social. Das ist wahrscheinlich das hier. Ja. Unlocks the resource and research contracting opportunities with different organizations. Das A ist zu viel. Das müssen wir also forschen. Kostet auch ganz schön viele Forschungspunkte. Ich würde sagen, dass wir das dann nochmal hinten anstellen. Ich hätte es jetzt gar nicht aber löschen müssen, weil wir können die hier hin und her schieben. So, 38 Tage, ja, wunderbar. Okay, aber da kriegen wir halt Zugriff auf die Forschung, auf den Handel. So, jetzt lassen wir einfach schnell laufen und hoffen, dass die Dunkelphase schnell vorbei ist, ohne dass wir in irgendwelche Bedrulle oder Engpässe kommen. Und hier haben wir offensichtlich was entdeckt. Hier ist irgendeine Art von Erz. Und ich glaube, dass wir dafür dann einen Surveyor brauchen. Muss ich wissen, wie das ist. So, die haben keine Energie mehr. Und die Mining Drones sind idle. Ja, die hätten dann wahrscheinlich eh keine Energie mehr. Ja, die sind alle leer. Also wir haben jede Menge intelligente... intelligenten Beton, Concrete. Aber sonst halt nichts. Was können wir denn sonst noch bauen? Smelting Furnace. Okay, hier können wir andere Ressourcen einschmelzen in diese Materialien, die angegeben werden. Also in Aluminium, Silizium und in Stahl. Das ist dann wahrscheinlich auch das nächste, was wir mal bauen sollten. Ich würde mal einen hierher setzen. Und dann, ja, können wir ja mal das hier abbauen. Das ist Basalt. Okay, Basalt, ja. Ach, das können wir nicht abbauen, wie es aussieht. Ah, um das abbauen zu können, müssen wir eine Forschung betreiben. Okay, in dem Fall machen wir einfach hier noch ein bisschen was weg. Bauplatz. Ist immer gut. So. Also Basalt, ja. Das Ding braucht Strom, den schließe ich jetzt noch nicht an. Dann gucken wir mal eben Basalt in die Forschung. Bei Engineering. Drilling Hard Rock. So, hier ist das. Das brauchen wir. Das ist auch so eine lange Forschung. Components Factory. Da können wir aus Stahl und Titanium andere Dinge bauen. Tja. Das sind jetzt alles wichtige Forschungen. Ich würde sagen, das ist aber noch wichtiger als das. Die Frage ist, ob das wichtiger ist als das. Ich
glaube eher nicht. Aber hier sehen wir halt auch, hier werden zwei Arten der Forschung halt auch gebraucht, und zwar aus dem, ja, aus diesem und aus diesem Bereich, diesem und diesem. Und wir können halt in unterschiedlichen Forschungsbereichen unterschiedliche Werte erreichen, indem wir hier eigene Labore auch bauen. Und dann wird die Forschung da langsamer und schneller. Also wir kriegen jetzt wieder Energie. Was gut ist, jetzt laden die Batterien wieder auf, jetzt müssen wir kurz schauen. Ich würde sagen, wir bauen noch mindestens zwei weitere Batterien dazu. Die Ladegeschwindigkeit, denke ich mal, solange Licht da ist, genügt wohl. Oder? Könnte schon ein bisschen schneller sein, ne? Vor allem, wenn jetzt mehr Batterien dazukommen. So. Ich glaube, so ein Ding bauen wir jetzt auch unterhalb. Wenn ich da jetzt anschließe, ist der schon voll, was die Kapazität angeht. Deswegen bauen wir noch einen weiteren Pillar hier hin. Und dann schließen wir jetzt auch das Ding mal an. Naja, aber da wir hier noch nichts anderes an Material abbauen können, macht das halt auch noch nicht wirklich viel Sinn, dass wir hier jetzt einen Input für bauen. Dafür müssen wir es erstmal abbauen, wie gesagt. So, schau mal, jetzt wird es halt hier stellenweise schon knapp. Jetzt wird es schon hart notwendig, noch weitere Paneele zu bauen. Ja, ich würde sagen, wir erweitern das nochmal. Also nichts ist schlimmer, als ohne Strom dazustehen. Ich glaube, mit der Batteriekapazität kommen wir wirklich eine Weile hin. Aber wir müssen es auch geladen bekommen, bevor es wieder dunkel wird. Das ist nämlich gleich schon wieder der Fall. Deswegen jetzt mal Action da. Aber Leute, das ist jetzt mal für den Anfang, weil ich kann jetzt auf keinen Fall warten, bis wir hier die nächste Forschung voll haben. Deswegen ist das für den Moment das, was ich euch zeigen kann. Ich würde sagen, dass ich dieses Spiel mal ganz hart im Blick behalte. Je nachdem, wie das bei euch ankommt, wäre ich eventuell bereit dazu, ein Let's Play zu starten. Auch ruhig schon von der Alpha-Version. Aber da muss die Resonanz entsprechend groß sein. Und dann würde ich genau diesen Spielstand einfach weiterspielen. Und schauen, dass wir hier unsere kleine Anfangsbasis zu großem aufbauen. Also, wenn ihr es wollt, lasst ordentlich Daumen da. Schreibt, ja, ich will, oder super geil, zeig mehr davon oder was. Dann weiß ich wirklich, ihr wollt es sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das ist The Crust. Und ja, ihr könnt auf Steam das Ganze schon auf Wunschzettel packen. Ihr müsst bei Kickstarter schauen, ob ihr es dort noch kaufen könnt mit Alpha-Zugang. Wahrscheinlich geht das noch irgendwie, ich bin aber nicht sicher. Und ansonsten müsst ihr einfach warten, bis es dann in den Release kommt. Beziehungsweise es gibt auch noch eine Beta-Phase. Wenn ihr jetzt die Alpha-Phase nicht mehr kommt, es wird noch eine Beta-Phase geben. Und dann kommt halt der Release und für die Beta-Phase kann man sich auch einkaufen. Und nach allem, was ich hier sehe, bin ich ganz offen, scheint es auf jeden Fall sein Geld aber wert zu sein. Das macht einen ganz soliden Eindruck hier. Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.